zur Drachenrast. Die Drachenrast, Tiefpunkt des Heiligtums. Das wird jetzt lustig. Das Blütenschild. Habe ich überhaupt das Blütenschild? Habe ich sowas Tolles? Ohne Schweineglocken, Wächter, Blütendrachenschild. Katze, warum sapperst du hier alles voll? Muss das denn? Ich würde sagen, wir probieren es erstmal so. Unmöglich. Na, das werden wir sehen. Das gucken wir uns an. Versucht Hinterteil. Gut darüber nachdenken. Da hinten liegt ein Item und da erwacht ein Drache. Hallöchen. Sinn, der ruhende Drache. Komplett aus Stein, das gute Tier. Ui, Feuer. Ein feuerspuckender Drache. Hi. Alter, hat der einen Hau. Ach, sabbert deine Katze auch immer alles voll? Ja, tut sie. Wenn es Madame gut geht, sabbert sie sehr, sehr viel. Hui! Das feuerspuckende Drachilein macht zusätzlich auch noch Gift. Ist das nicht super? Wuhu! Wo ist er? Da. Hi, Großer. Bleib doch mal auf dem Boden. Alter, ich hab abgewehrt. Oh oh. Ja. Da hat er uns erwischt. Da ist er einmal mittig durch uns durchgegangen. Wunderbar. Und gleich nächster Versuch. Boah, alles voll mit Katzenhaaren hier schon wieder. So. Neue Runde, neues Glück. Tod Nummer 144. Oder hat er sich erstmal wieder zum Schlafen hingelegt? Warum nicht? Bleibt doch einfach liegen. Aber ich finde das immer komisch, wenn hier Items rumliegen bei einem Drachen. Das müssen wir erstmal auskundschaften. Jorks Ring. Also doch nicht Jorm. Ist tatsächlich ein Jork gewesen. Na, wo bist du? Wuhu! Also das Feuer ist gar nicht so schlimm. Ah, Gift. Scheiße. Ich glaube, das Gift ist hier tatsächlich das größere Problem, ne? Alter Falter. Und wir werden sterben. Das Gift ist hier tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Jorks Ring wehrt manchmal Zauber ab. So eine Aussage von manchmal ist echt super. So, Seelen, auch wenn es null sind, wir nehmen sie mit. Hallo Drache. Na super. Na super. Darf ich auch mitspielen? Nein, ich darf gar nicht mitspielen. Da darf ich gar nicht mitspielen. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Das war ein wenig peinlich. Und weiter geht's. Wir haben ja Zeit und Lust und Laune so, ne? Ich glaube, hier lohnt sich tatsächlich auch wieder, die Axt reinzunehmen. Und das sollte ich lassen.
näher hin. Wo ist er? Boah, bleib auf dem Boden, ey. Wow! Der hat gesessen. Ja, Schild ist hier echt für'n Popo. Da hast du recht, Devil. Da hast du recht. Ja, aber so ganz drauf verzichten will ich halt irgendwie doch nicht, ne? So, Drache, komm her. So, du darfst gerne wieder runterkommen, genau. Ich komme! Na, nicht so. Ups. Da kam eine Klaue. Huppa! Ist, glaube ich, bisher unser bester Versuch, ne? Boah, wenn er mal auf dem Boden bleiben würde. Kleines Dreckstier. Ja, auf den Köppisprung. Boah, der spuckt nach hinten mit seinem Feuer. Und da ist er durch uns durchgegangen. Und einen wunderschönen guten Tag, Lilith. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sonntag bisher. Ich hatte hier auf jeden Fall bisher schon megamäßig viel Spaß mit Sin und Elana und wie sie hier alle heißen in diesem tollen DLC. Machen auf jeden Fall Bock, die Gegner. Machen auf jeden Fall Bock. Hallo Drache. Na, der hat nicht geklappt, wa? Da! Ah! Der hat mich auch nicht getroffen mit seinem kurzen Ärmchen. So, bin unter dir. Wo bist denn du hin? Bleib doch mal bei mir. Na komm. Hier drüben bin ich. Hier. Hier drüben. Wuhu! Ja klar. Lande doch einfach mal auf mir und hau mich um. Macht auf jeden Fall Bock. So, Drache. Der 7., 8., 9. Versuch. Ich habe keine Ahnung. Jeden, ja, jeden.
Was war denn das? Der hat doch kein Feuer an seinen eigenen Fuß gemacht. Oder ist der mir gerade auf den Kopf gesprungen? Und nochmal. Vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen Konzentration reinbringen. Nur ein bisschen. So, komm her, Großer. Du kommst ja eh zu mir. Na komm. Die Kreatur muss sterben, so sieht das aus. Waldmanns Heil. Auf den Kopf! Und schnell weg! Das war nichts mit schnell. Oh oh. Ah, ich bringe mich immer selber um mit dem Heilen. Man sollte sich vielleicht erst heilen, wenn dieses Vieh auf dem Boden sitzt. Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, ne? Von Vorteil, diesen Ring reinzunehmen, wo man weniger Lebensverlust hat beim Sterben. Weil ich glaube, wir werden hier noch 1, 2, 3, 4, 48 Mal sterben. Ich hab ein Schild! Ich hatte einen Schild. Wie der da einfach durchgeht. Kriegst du doch eh zu viel mit dem Vieh. Den Drachen interessiert der Schild nicht. Ja, das merke ich auch. Aber viel lieber wäre mir noch eine Feuerabwehr. So, dann heilen wir uns schon mal prophylaktisch. Kriegen sowieso gleich wieder auf den Deckel. Aber wenn man wenigstens was sehen würde. Durch den Stein durch. Naja. Irgendwie müssen wir den Todescounter ja nach oben kriegen, ne? Irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Hi, Großer. Na komm her. Na klar. Wo ist er? Ah, hinter mir. Das gibt's doch nicht. Ich bin ausgewichen, weggesprungen, alles gemacht. Also irgendwie hat das vorhin besser geklappt mit dem Weglaufen. Ja, wo ist der kleine Drache? Der kleine Drache sitzt auf meinem Kopf. Also wie gesagt, dem Feuerball ist relativ gut auszuweichen. Dieser Attacke, ja, die geht auch noch. Wenn man sie kommen sieht. Na, oh, daneben. So, hier muss man aufpassen. Das Feuer macht irgendwie richtig viel Waldschaden.
Geh lieber mal einen Meter weg. Trau dem Tierchen nicht so. Schon wieder. Eieiei. Huppa! Bin gar nicht da. Und schnell einen Trank. Ja, gerade schießen ist super. Und da war er wieder weg. Ah, du Mistvieh. Du olle Mistkröte. Da hast du es. Ins Kreuz. Das hat Schaden gemacht. Huppa! Na, komm, spuck Feuer. Kröte. Kröte, spuck Feuer. Kommst nicht ran, kommst nicht ran, kommst nicht ran. Er kommt ran. Ja klar. Und er kommt schon wieder ran. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh Mann. Runter, du Drecksvieh. Oh, nicht schon wieder. Wo ist er? Na komm. Du sollst herkommen. Hierher, komm. Komm zu Papi. Boah, die ganze Bude hier ist blau und grün. Spuck mal woanders rum, das stinkt doch. Wuhu! Den habe ich nicht gesehen. Oh ja! Und das war's für dich! Die Seele des schlafenden Drachen Sinn. 96.000 Seelen. Der war geil. Den hätte ich gern nochmal. Der war cool. Der hat echt Spaß gemacht. Gerade jetzt so zum Schluss, wenn man's halt verstanden hat, wie er tickt, was man gegen ihn tun kann. So, welche Ringe hat man vorher drin? Hier, Knöchelring und so. Und da haben wir jetzt irgendeine Drachenseele oder sowas. Ich sammle mal meine Seelen ein, auch wenn es nicht bringt. Wenn es nichts bringt.
Oh, völlig aufgeregt. Völlig aufgeregt. Oh, super, wir haben den geschafft. So, was gibt's hier? Untersuchen. Krone des versunkenen Königs. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Die erste der drei Kronen des Untergangs. Hurra für Gegenstand, aber sinnlos. Hurra für Sieg. Wir haben Sin, den schlafenden Drachen, besiegt. Kann man mit dieser Plattform hier irgendwas noch machen? Vier Kronen? Die vier Königskronen sind genau vier, okay. Wo gibt's die vierte? Gibt's noch ein viertes DLC? Ich kenne nur drei. Wir sind jetzt hier fertig mit dem DLC, ja? Mehr gibt's hier nicht mehr, oder? Wir gehen erstmal nach Majula. Zum fernen Feuer. Geben unsere Seelen aus. Aber ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem DLC. Wir müssten durch sein. Hi.